Gerechtigkeit und hasstest das Unrecht. Darum salbte dich Gott, dein Gott, dich mit dem Öl der Freude vor deinen Gefährten. Mein Herz wallt auf zu einem guten Wort. Ich widme mein Lied dem König. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Jesus Christus, der auch uns erschienen ist, er sei mit euch. Die Schola Gregoriana des Deutschordens Münster hat es gesungen. Ich grüße Sie alle ganz herzlich, die Sie jetzt den Gottesdienst wieder hier in der Kirche oder auch am Fernsehen bei LTV mitfeiern. Die Schola hat es gesungen. Gott salbte seinen Sohn mit dem Öl der Freude. Er salbt auch uns mit seinem Öl der Zuversicht und der Freude. Als erstes ist das geschehen bei unserer eigenen Taufe. Die meisten von uns werden es wohl nicht bewusst mitbekommen haben, weil wir damals noch im Säuglingsalter waren. Trotzdem gilt es, dass Gott sich auch uns zeigt, wie er sich Jesus gezeigt hat. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und weil wir sowieso in diesen Zeiten, schwierigen Zeiten, auf das Weihwasser verzichten müssen, möchte ich es jetzt segnen. Und damit wir uns wenigstens hier in der Kirche damit bekreuzigen, auch Sie zu Hause können vielleicht ein Kreuzzeichen dann machen, wenn ich mit dem Weihwasser durchgehe. So wollen wir beten. Kannst du mal das Wasser heben? Oder das Messbuch? Allmächtiger Gott, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Durch das Wasser, du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt.
Durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Und in der Wüste hast du es mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Segne, Herr, dieses Wasser, damit es uns ein Zeichen sei für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Schwestern und Brüder, die du in der Gnade neu geschaffen hast. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott, der Herr. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf seine Weisung warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkeln sitzen aus der Haft. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Thank you.
Liebe Mitchristen, die Frage stellt sich nicht erst für uns heute, warum musste Jesus eigentlich im Jordan getauft werden? Sie findet sich schon in den Evangelien, besonders auch im Matthäusevangelium, wo Johannes dann zu Jesus sagt, was, du willst von mir, ich müsste doch dich und so. Und im zweiten Jahrhundert nehmen die Kirchenväter diesen Faden auch auf. Die erste Gemeinde hat sich schwer getan mit der Taufe Jesu. Ich könnte mir denken, dass es so war, jeder Mensch wird ja auch in einer ganz gewissen Zeit groß, das merken wir jetzt auch, es gibt so ein Zeitgefühl und das Zeitgefühl damals unter den Juden, als auch Jesus gelebt hat, war einfach, so kann es nicht weitergehen. Also diese Unterdrückung der Römer, diese Fremdherrschaft, die nicht den Kult frei, die Religion frei ausüben zu können. Und da tritt eben dieser Johannes auf und sagt, kehrt um, schaut, was wesentlich ist für euer Leben. Passt auf. Und ich glaube, Jesus hat sich von diesem Ruf des Johannes anstecken lassen. Deshalb ist auch er, wie viele andere Umkehrwillige, hinausgezogen an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber da geschieht eben das Unglaubliche. Diese angstvolle Atmosphäre, die damals herrschte, ist plötzlich einer Weite, jetzt sage ich heute natürlich, einer göttlichen Weite gewichen. Der Himmel tat sich auf, der Heilige Geist kommt in Gestalt einer Taube auf Jesus herab und Jesus hört die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du stehst in meinem Wohlgefallen. Das war ein ganz neues Gottesbild, das Jesus da in dieser Erfahrung geschenkt bekam. Ein Gottesbild der Barmherzigkeit, ein Gottesbild der inneren Weite, ein Gottesbild, dass Gott zu allen Menschen steht, egal wie sie sind. Denn diese Erfahrung, dass Jesus der geliebte Sohn ist, die durften ja und dürfen seither alle Christen machen. Du bist mein geliebtes Kind. Nichts kann mich trennen von dir. Wir denken natürlich an die Verkündigung Jesu. Wie hätte er das Gleichnis vom barmherzigen Vater erzählen können, ohne diese Erfahrung? Wie hätte er in der Liebe bleiben können, angesichts der vielen Anfeindungen und Infragestellungen, bis hin dann natürlich zur Verurteilung, zu seinem Leidensweg, zu seinem Sterben. Noch am Schluss sagt er ja, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Betet er für die, die ihn jetzt ums Leben bringen. Er richtet nicht, er urteilt nicht. Wir hatten einen wunderbaren Regens im Priesterseminar, als wir vor 40 Jahren dort waren und das Predigen gelernt haben.
Und der hielt uns immer an, wenn wir ein Urteil sprechen, die Hand zu heben, dass wir es merken. Jetzt sprechen wir ein Urteil. Denn manchmal rutscht uns das ja so einfach raus. Also das hat keinen Wert mit dem. Oder die ist unmöglich. Für mich eine der eindrücklichsten Szenen, wie die Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt, von den Pharisäern zu Jesus gebracht wird, natürlich um ihm eine Falle zu stellen. Zu sehen, wie reagiert er jetzt? Sie ist ja des Todes. Jesus bückt sich, schreibt in den Sand und sagt dann zu den Anklägern: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen ging weg, heißt es ausdrücklich im Johannesevangelium, die Ältesten zuerst. Und dann eben diese erlösende Frage, die Jesus der Frau stellt, obwohl er ja alles mitbekommen hat: Frau, hat dich keiner verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Liebe Mitchristen, wenn Jesus für etwas gelebt hat, dann, dass Gott nicht über uns urteilt. Weil Gott die Liebe ist, kann er nicht über uns urteilen. Sich liebende Menschen können sich nicht gegenseitig beurteilen oder verurteilen. Das ist eine ganz andere geschäftliche Ebene, sage ich jetzt mal, oder rechthaberische Ebene. Hinter Rechthaberei steckt immer Ängstlichkeit. Ich bin niemand, wenn ich nicht Recht habe. Aber Jesus hat sein Selbstbewusstsein von Gott selbst empfangen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Natürlich, das gilt für jeden Menschen. Er lebt aus diesem Bewusstsein, dass zwischen Gott und uns Menschen Liebe herrscht und nicht sich behaupten müssen, Recht haben müssen. Natürlich nicht ohne Wahrheit. Wahrheit ohne Liebe ist belanglos. Liebe ohne Wahrheit ist belanglos. Wahrheit ohne Liebe ist erbarmungslos. Natürlich ist die Liebe wahrhaftig. Aber in der Liebe kann man auch wahrhaftig sein, weil man um das unbedingte Angenommensein weiß. Und jetzt geht es natürlich zu uns hin. Wann haben Sie so ein unbedingtes Angenommensein erfahren? Oft geschieht es ja in Lebenssituationen, die wir uns selber nicht heraussuchen, wo wir uns schämen, wo wir eben nicht Recht haben, da kommt ein Mensch. Oft genug sind es, oder meistens sind es die Eltern, die ein Kind das erfahren lassen. Auch wenn das und das jetzt geschehen ist, wenn du da wirklich schuldig geworden bist, du gehörst trotzdem noch zu uns. Du bist unser Kind. Wir stehen zu dir. Wir schauen, wie du da wieder rauskommst. Das ist etwas Unschätzbares. Eigentlich kann man sagen, die ganze Botschaft Jesu besteht darin, Menschen ihr Angenommensein durch Gott und natürlich dann in dem Augenblick durch Jesus selbst erfahren zu lassen, trotz und gerade in dem, was gerade unabänderlich ist. Das kann eine persönliche Schuld sein,
Das kann absichtslos irgendwie geschehen sein, dass etwas in die Welt gekommen ist durch mich, was sich nicht mehr rausnehmen lässt. Das kann ein Schicksalsschlag gewesen sein, eine große Enttäuschung. Vielleicht, dass die Kinder andere Wege gegangen sind, als sie sich das gewünscht haben. Es kann auch eine schwere Krankheit sein, wo wir Menschen ja dann immer fragen, ja, wer ist da jetzt schuld? Niemand ist schuld. Dass es Krankheit gibt, dass es Versagen gibt, dass es Enttäuschung gibt, gehört zum menschlichen Leben dazu, zu unserer Freiheit. Aber Gott lässt uns eben nicht allein. Das ist die frohe Botschaft. Nicht in einer unheilbaren Krankheit, nicht in einer hoffnungslosen Situation, nicht im Schmerz einer tiefen Enttäuschung und auch nicht in einer persönlichen Schuld. Liebe Mitchristen, das ist das Wesentliche unseres Glaubens. Das ist auch das Wesentliche unserer Kirche. Als Kirche, als Gemeinde, hier in der Stadt und weltweit, sind wir immer und bleiben eine Kirche der sündigen Menschen. Aber der sündigen Menschen, die um die Barmherzigkeit Gottes wissen, ja, die sie erfahren haben, am eigenen Leib. Und deshalb möchte ich Sie jetzt heute am Schluss der Predigt ganz bewusst fragen dürfen, wann war Ihre Taufe im Jordan? Wie war das? Wer hat Sie das erfahren lassen, dass Sie geliebte Tochter, geliebter Sohn sind? Vielleicht trotz und gerade in einer finsteren Situation, die Sie erlebt haben. Liebe Mitchristen, unsere Welt ist erbarmungslos. Das erleben wir Tag für Tag. Sie verlangt eine Schuldlosigkeit, beispielsweise auch von den Politikern, die sie niemals einlösen können. Wo die sich dann anstrengen, natürlich sich mit möglichst weißer Weste darzustellen. Aber Sie und ich, wir wissen ganz genau, dass das nicht geht. Wir als Christen, sage ich etwas Gefährliches, wir dürfen versagen, weil wir gerade darin die Größe und die Weite und die Liebe unseres Gottes erfahren. Was geht da von uns aus, gerade heute in unserer Zeit, in unserer Stadt, in Ihrer Nachbarschaft, wo auch immer Sie jetzt diesen Gottesdienst mit uns feiern? Welches Licht, welche Hoffnung strahlt da auf? Gott sei Dank. Wir dürfen uns in den geöffneten Himmel hineinstellen, wenn wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lebendiger Gott, du beurteilst Menschen nicht, du lebst mit ihnen und bleibst ihnen treu. Darum bitten wir dich. Für unsere Kirche und für unsere Gemeinde hier in der Stadt, die Zeugnis ablegen möchte, dass du niemand verurteilst, was auch im Leben der Einzelnen geschieht. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die politische Verantwortung tragen und sich dafür einsetzen, dass die Urteile und Vorurteile zwischen Einheimischen und Fremden abgebaut werden. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich im Beruf, in der Schule oder sogar in ihrer Familie oder Partnerschaft beurteilt und kontrolliert vorkommen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die momentan viel Kraft brauchen, um anderen treu zu bleiben, deren Wege sie nicht gutheißen können. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die ihr Zuhause nicht verlassen können und diesen Gottesdienst nun am Fernsehen mitfeiern, segne sie mit allem Segen deines Geistes, erhöre ihre Anliegen und lass sie erfahren, dass du sie liebst. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Eltern und Großeltern unserer Kommunionkinder, dass sie den Kindern ihr Leben aus dem Glauben zu deuten vermögen. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns alle, dass wir uns nicht selbst verurteilen und uns so selbst den Weg zu Christus versperren. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Du, unser Gott, wir dürfen und können aus deinem Wohlgefallen leben. Stärke es jetzt wieder neu, wenn wir deine Liebe und Treue in der Hingabe deines Sohnes feiern, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir feiern den Tag, an dem du Jesus als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und mache sie zum Opfer Christi, der die Sünden der ganzen Welt abgewaschen hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Denn bei der Taufe im Jordan offenbarst du das Geheimnis deines Sohnes durch wunderbare Zeichen. Die Stimme vom Himmel verkündet ihn als deinen geliebten Sohn, der auf Erden erschienen ist, als dein ewiges Wort, das unter uns Menschen wohnt. Der Geist schwebt über ihm in Gestalt einer Taube und bezeugt ihn als deinen Knecht, den du gesalbt hast, den Armen die Botschaft der Freude zu bringen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit den Christen auf der ganzen Welt den Sonntag als den Tag, an dem Christus, unser Leben, von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein in seine Hände, dankte dir wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, guter Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und dem ganzen Volk deiner Erlösten. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Seht, das ist mein Erwählter, das ist meine Erwählte. So erwählt können wir auch miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib doch Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Friede sei mit euch.
So seht und erkennt im Zerbrochenen Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit deinem Wort und dem Brot des Lebens genährt. Gib, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir erkennen, dass wir nicht nur deine Kinder heißen, sondern es auch in Wahrheit sind. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Bin ich irritiert, genau. Ich habe gedacht, wir singen jetzt noch ein Lied. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können. Wie das mit den Gottesdiensten weitergeht, das muss ich dann erst noch mit anderen Stellen auch abklären. Ich danke Ihnen jedenfalls für die Gemeinschaft. Allein kann man das nicht glauben, dass wir im Wohlgefallen Gottes stehen, zumal in diesen Zeiten. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss allen den Segen Gottes zusprechen. Sie es glauben können. Und vielleicht scheint Ihnen ja heute in einer Begegnung, in einem Telefonanruf, wie auch immer, auf, dass es Gott mit Ihnen gut meint und Sie in seinem Wohlgefallen stehen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch und alle, die euch am Herzen liegen, der barmherzige und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.